أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha, wa ja'alhu li wajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Liebe Geschwister im Islam, wir führen seit einiger Zeit eine Reihe durch über Amradul Ummah, über die Krankheiten der Umma. Denn ein jeder Muslim begehrt es, dass diese Umma ein Stolz erfährt, wie Allah Azza wa Jal dieses für diese Umma vorgesehen hat. Ein jeder Muslim begehrt es, dass diese Umma die Macht und die Stärke behält, die sie einst einmal gehabt hat, in der Zeit, wo die tugendhaften Vorfahren, As-Salaf As-Salih, diese glänzenden Vorbilder, eine Botschaft zu den Menschen überbracht hat, die ihr gesamtes Leben ändern sollte, der Islam. Allahumma la tumitna illa wa anta radin anna. Liebe Geschwister, das ist die Botschaft. Allah Azza wa Jal hat den letzten aller Gesandten entsandt. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Und er hat ihn mit der Botschaft des Islam entsandt. Keine neue Botschaft. Eine Botschaft, die jeder Prophet zu seinem Volk getragen hat. Und daher ist diese Botschaft keine neue Botschaft, wie viele Leute das falsch verstehen und sie denken, dass es mehrere Religionen gibt. Manche sprechen sogar, und das ist nur Unwissenheit, von drei Himmelsreligionen. Weh dir, o Diener Allahs, dass du sagst, es gibt drei Himmelsreligionen. Es gibt nur eine einzige Religion. Und es gab nur eine einzige Religion. Und es wird immer nur eine einzige Religion geben. Inna dina inda Allah al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und Allah hat niemals, niemals, pass auf, was du sagst, eine andere Religion bestimmt für die Menschen. Weder gibt es eine Religion, die Judentum heißt, noch gibt es eine Religion, die Christentum heißt. Musa alayhi salatu wassalam war ein Muslim wie alle anderen Gesandten. Und er kam mit der Botschaft des Islam. Isa alayhi salatu wassalam, Jesus, kam mit der Botschaft des Islam. Und er hat keine andere Botschaft überbracht als die Botschaft des Islam. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der letzte aller Gesandten, hat ebenfalls diese Botschaft zu diesen Menschen überbracht. Allah azza wa jal sagt in seinem edlen Buch, subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Heute, o ihr Menschen, und seid stolz, o ihr Muslime, die ihr gläubig seid, habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Eine perfekte Religion. Du brauchst daran nichts zu ändern. Das ist eine Religion, die Allah für die Menschen bestimmt hat. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Und ich habe meine Gnade an euch vervollständigt. Ja Allah, wie barmherzig du bist für diese Umma. Für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er beendet in der Ayah, indem er subhanahu wa ta'ala sagt, und ich bin zufrieden mit der Religion des Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar, das ist die Religion für alle Menschen. Allah sagt, er ist zufrieden mit dieser Religion. Und wie viele sitzen vielleicht hier, die, wenn sie mit Kuffar über die Religion des Islam sprechen, sich einfach mal so verstecken. Allah ist zufrieden mit dieser Religion und du versteckst dich mit dieser Religion. Ja, wo bist du? Hast du überhaupt einmal den Stellenwert dieser Religion kennengelernt? Allah Azza wa Jal sagt, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinde, ihr seid die beste Gemeinschaft, ihr seid die besten Menschen. Du schämst dich? Vor was? Dafür, dass du zu den besten Menschen zählst?
dafür, dass Allah dich geehrt hat, wie er keine andere Umma geehrt hat, wie der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, nahnu nukmilu yawm al-qiyamati sab'ina umma. Nahnu akhiruha wa khayruha. Allahu Akbar. Wir werden yawm al-qiyama 70 Gemeinschaften sein. Vor uns waren 69 Gemeinschaften. Und die letzte ist von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sagt Rasulullah, höre diese Worte über den Mann, der die Izza getragen hat zu den Menschen, die Ehre und den Stolz. Wir sind als letzte Gemeinschaft gekommen und wir sind aber die beste unter den Gemeinschaften. Allahu Akbar. Wie viele Leute verstecken sich heute und sie denken, dass weil die Kuffar schlecht über den Islam reden, dass sie wirklich Recht haben, dieses nur, weil er niemals seine Religion kennengelernt hat, aber weil er den Kuffar Wort für Wort glaubt. Was für eine Erniedrigung. Was für eine Schmach. Ja, wie eine Frage. Haben die Kuffar nicht damals sich über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lustig gemacht? Und dann glaubst du diesen Leuten, die deinen Propheten in Verruf bringen, sich über ihn lustig machen und sagen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wäre ein Sahir oder ein Majnun, ein Zauberer oder ein Verrückter? Willst du die Worte dieser Leute annehmen? Wie heute, wenn jemand schlecht über den Islam schreibt, in den Zeitungen oder du hörst etwas im Fernseher, so siehst du Muslime, die sagen, ja, es gibt diesen Salafismus. Ja, diese Leute, die Kuffar, haben ein neues Wort kreiert. Nichts anderes. Sie wollen vom Islam warnen. Hast du das immer noch nicht verstanden? Schau mal, wie ihre Schritte aufgebaut waren. Früher haben sie über einzelne Leute geredet. Dann über einzelne Gruppen. Mittlerweile ist der gesamte Islam in Verruf. Weil sie wissen, die Muslime, Alhamdulillah, mit der Gnade Allahs, sie vermehren sich sehr schnell. Und das ist eine Gunst, die Allah Azza wa Jal ihnen gegeben hat. Und gleichzeitig werden viele von den Kuffar Muslime. Das heißt, sie verlieren auf beiden Seiten. Und irgendwann, wissen sie, wird die Weltreligion der Islam die Nummer eins sein. Dieses ist unsere Religion, o Diener Allahs. Dieses ist unser Stolz. Und du solltest wissen, dass du als Muslim keinen anderen Stolz tragen darfst, außer den Stolz im Islam. So sagt Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, inna kunna adalla qawmin, fa'a'azzana Allahu bil-Islam, fa'mahma natlubu al-Izza, bi'ghayri ma'a'azzana Allahu bih, adallana Allah. Wir waren eine erniedrigte Nation. Das heißt in der Jahiliyyah, sagt Umar ibn al-Khattab. Wir waren eine erniedrigte Nation. Und wer den Islam nicht trägt, Wallahi al-Azim, ist erniedrigt. Wir waren eine erniedrigte Nation. So hat Allah uns Stolz gegeben, höre zu. Mit dem Geld, mit dem Fernseher, mit den Zeitungen, mit den Medien. So gab Allah uns Stolz durch den Islam. Das sind die Worte von Umar ibn al-Khattab, über den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar radiyallahu anhu arda. Allah hat die Wahrheit auf die Zunge von Umar ibn al-Khattab gelegt. Er sagte, wir waren eine erniedrigte Nation. So gab Allah uns Stolz durch den Islam. Verstehe das. Solange wir aber diesen Stolz durch etwas anderes erstreben als durch den Islam, werden wir erniedrigt sein. Jetzt hast du die Antwort, warum diese muslimische Umma erniedrigt ist. Allahumma rfa'anna al-bala. Das ist der einzige Grund, weil wir in unseren Herzen anderes tragen als den Stolz und die Ehre des Islam, liebe Geschwister. Und ich werde weiter über die Ehre und weiter über den Stolz reden, bis ich hoffe, dass ein jeder Diener Allahs diesen vollen Stolz im Herzen trägt und dass Allah Azza wa Jal sein Herz reinigt für den Islam. Allahumma tahhir qulubana. Liebe Geschwister, Amradul Umma, die Krankheiten der Umma. Und heute werden wir über eine weitere gewaltige Krankheit sprechen. Und das ist die schlechte Vermutung. Su'udhan billahi azza wa jal. Dass man schlecht über Allah azza wa jal vermutet und denkt. Diese Umma wird geprüft von Allah azza wa jal. Und sie wird in einer Heftigkeit geprüft, so dass manch einer unter den sogenannten Muslimen sagt, Allah will für uns nichts Gutes. Ein anderer sagt, wo soll Allah sein, wenn er doch nicht einmal sieht, was mit unseren Geschwistern auf der ganzen Welt passiert. So, wann? Das sind Leute,
die schlecht über Allah Azza wa Jal denken. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berichtet von Allah Azza wa Jal, dass dieser sagte in einem heiligen Hadith Qudsi, er sagte, ana inda dhanni abdi bi, fa in dhanna bi khayran fala wa in dhanna sharran fala. Ich bin so, sagt Allah Azza wa Jal in einer heiligen Überlieferung, wie mein Diener über mich denkt. Allahu Akbar. Wenn er gut über mich denkt, höre zu, so ist das nur für ihn. Allahu Akbar. Und wenn er schlecht über mich denkt, so ist das nur gegen ihn. Wirst du die Liebe Allahs erreichen, wenn du schlecht über Allah denkst? Subhanallah. Wir wollen die Liebe Allahs erreichen und denken gleichzeitig schlecht über Allah. Schämen wir uns nicht? Wie soll Allah Azza wa Jal uns den Sieg geben? Schaut mal, wie viele Leute mittlerweile, wal'iyadu billah, schlecht über Allah denken. Ja, weil Allah sie prüft, richtig. Und das ist, was Allah Azza wa Jal uns im Koran sagt. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Wir werden euch so lange prüfen, bis wir die Mujahideen unter euch kennengelernt haben. Und diese Ayah kam herab, als die Muslime gegen die Feinde Allahs im Kampf angetreten sind. Wir werden euch so lange prüfen, bis wir diejenigen erkennen, sagt Allah, die sich auf dem Weg Allahs abmühen, und bis wir wen kennenlernen? Die Standhaften kennenlernen. Das heißt, Allah wird unsere Herzen prüfen. Die Gelehrten sagen über diese Ayah, hatta na'lama sadiquhum min kadhibihim, bis wir denjenigen erkennen, der wahrhaftig ist, und derjenige, der nur ein Lügner ist. Allah möchte dein Herz prüfen. Allah möchte dich prüfen in dieser Dunya, und du hast nur eine einzige Aufgabe, dass du trotzdem über Allah Azza wa Jal gut vermutest, das Beste vermutest, denn Allah Azza wa Jal, er weiß genau, was er tut. Subhanahu wa ta'ala. Wie viele Leute sagen, sieht Allah nicht die Bomben, die die zionistischen Terroristen über die Muslime herabwerfen? Sieht Allah nicht diese Kolonialmächte, die Verbrecher dieser Welt, die Feinde Allahs, die amerikanische und die anderen Regierungen, wie sie in jedes muslimische Land hereingehen und ihre Bomben abwerfen, einfach nur einmal so zum Test? Jeder weiß das. Aber der Gläubige, er weiß, Allah bestimmt immer was Gutes. Höre denjenigen, über den du schlecht vermutest und denkst, dass er dich vergessen hat, dass er diese Umma vergessen hat. Allah Azza wa Jal sagt, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Allah Azza wa Jal sagt, und er hat die Schlüssel des Verborgenen. Allahu Akbar, Allah Azza wa Jal. Niemand kennt das Verborgene, außer Allah Azza wa Jal. Und er weiß, was auf dem Festland und was im Meer geschieht. Und niemals fällt ein Blatt vom Baum herab, außer dass Allah darüber Bescheid weiß. Weiß Allah nicht über die Bomben Bescheid, die diese Kuffar über die muslimischen Länder herabwerfen? Und sie töten sie, wie sie wollen. Weiß Allah nicht darüber Bescheid? Bei Allah, er weiß darüber Bescheid. Aber wisse eins. Allah Azza wa Jal hat uns dieses verdeutlicht im Koran, damit wir ihn kennenlernen. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. اسمع. وَاللَّهُ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Vielleicht mögt ihr eine Sache nicht, sagt Allah. Vielleicht ist euch eine Sache zuwider, während sie gut für euch ist. Allahu Akbar. Weißt du, was gut ist für dich? Wenn ich dich frage, du bist vielleicht 25, 30, 40 Jahre alt. Wie viele Entscheidungen würdest du am liebsten in deinem Leben rückgängig machen, weil du dich falsch entschieden hast? Du wirst mir sagen, sehr viele. Weißt du, was gut ist für dich? Allah weiß, was das Beste ist für dich. Subhanahu wa ta'ala. Vielleicht mögt ihr eine Sache nicht, aber sie ist gut für euch, sagt Allah Azza wa Jalla. Und vielleicht liebt ihr eine Sache, aber sie ist schlecht für euch. Höre jetzt den Endteil der Ayah. Allah weiß, während ihr es nicht wisst. Allah sagt dir, du und ich, wir sind Juhal. Wir sind Unwissende. Wir haben kein Wissen über das, was Allah Azza wa Jal bestimmt hat. Und er bestimmt nur das Beste für seine gläubigen Diener. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal hat es verboten, dass wir schlecht über ihn denken.
So sagt Allah Azza wa Jal und schwere Ayat im Koran, liebe Geschwister. Er sagt uns Subhanahu wa Ta'ala, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und das ist eure schlechte Vermutung über Allah, über euren Herrn Allah Azza wa Jal. So hat sie euch in die Vernichtung getrieben, diese schlechte Vermutung. So zetet ihr unter den Verlierern. Walayyadu billah. Dieses alles nur, weil du schlecht vermutet hast über Allah. Und Allah Azza wa Jal sagt, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ اسْمَعْ وَالظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابَ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah Azza wa Jal sagt über diejenigen, die schlecht vermuten, und Allah Azza wa Jal wird die Heuchler bestrafen und die Heuchlerinnen und die Götzendiener und die Götzendienerinnen und diejenigen, die schlecht vermutet haben über Allah. Unheil soll über sie kommen. Allah Azza wa Jal hat Strafen für sie festgesetzt. Höre, Allah ist zornig auf sie. Allahu Akbar. Wallahi, es reicht diese Strafe, dass Allah Azza wa Jal zornig ist auf die Leute. Allah ist zornig auf sie. Und Subhanahu wa Ta'ala wa la'anahu. Er hat sie verflucht und er hat ihnen die Strafe Jahannam festgesetzt. Was für ein übler Ausweg. Hast du Allah jetzt kennengelernt? Allah Azza wa Jal ist nicht unwissend über unsere Situation. Bei Allah. Allah Azza wa Jal hat dieses alles so bestimmt. Ja, du hast richtig gehört. Allah hat das so bestimmt mit seiner völligen Weisheit, Subhanahu wa Ta'ala. Denn er besitzt die Wahrheit, Weisheit. Er alleine weiß, was gut ist für uns und was nicht. Schaut mal, wir leben jetzt in einer Zeit, wo du viele sogenannte Muslime siehst, die sagen, wir brauchen die Amerikaner und wir brauchen Europa, um Izzah, um Ehre und Stolz zu bekommen. Ist es das, was Allah uns vorgeschrieben hat? Und du siehst, dass viele von ihnen, wal'iyadu billah, genauso werden wie diejenigen, die uns in unseren Ländern bekämpfen. Und Allah liebt das nicht. Und Allah gefällt das nicht, dass du dein Islam, deine Ehre, dein Stolz hinter deinem Rücken wirfst und du machst Leute nach, über die der Zorn Allahs bereits ergangen ist. Und ich meine die Feinde Allahs, dass man mich richtig versteht. Denn es gibt einige unter den Kuffar, sie haben kein Problem mit dem Islam, aber es gibt dafür umso mehr, die den Islam hassen, wal'iyadu billah. Und unter den sogenannten Muslime, die bei Allah mit dem Islam nichts zu tun haben, und Allah Azza wa Jal hat diese Leute ausfindig gemacht. Allah Azza wa Jal hat diese Leute aufgedeckt, indem er Subhanahu wa Ta'ala sagt, أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. Glauben diejenigen, die in ihren Herzen أضغان, أضغان يعني جمع درن, يعني هو الحسد والحقد للإسلام. Das ist, dass ein Mensch, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ, neidisch ist auf den Islam und den Islam hasst. Glauben diejenigen, in deren Herzen Marad ist, eine Krankheit, dass wir sie nicht mit ihren bösen Taten aufdecken werden. Und wie viele gibt es heute, die sich unter dem Islam verstecken und den Islam, wal'iyadu billah, von innen bekämpfen? Und die Namen sind viele und die Moscheen sind hier auch viele, auch in Berlin. Und ich werde keine Namen nennen. Aber wem Allah die Gnade gegeben hat, dass er versteht, so wird er wissen, in welche Moschee er hereinkommt. In einer Moschee, wo Allahs Wort und das Wort des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam am höchsten ist, oder kommt er in eine Moschee herein, wenn du nach der Sunna aussiehst, dann wirst du, wal'iyadu billah, von den Leuten beäugt, als wärst du ein Verbrecher. Und nein, manche sogar in den Moscheen, und sie sollen Allah azza wa jal fürchten und bereuen, bevor ein Tag kommt, an dem einem kein Sohn und kein Geld helfen wird. Wallahi, du wirst sehen, dass manche Leute dieselben Kameras in ihren Moscheen haben, die auch draußen in der Stadt hängen. Beste Freunde vom Staat. Warum soll der Staat die Aufgabe selber machen? Es gibt Leute, die machen die Aufgabe für ihn. Und dann schreiben sie einfach auf, hier, Mahmoud ist ein Terrorist, Ahmed ist ein Extremist, der ist ein Salafist, und dann geben sie diese Listen weiter an die Kuffar. Und ich habe letztens einen von dieser sogenannten Vorstände getroffen. Und bei Allah Azza wa Jal, und Allah ist mein Zeuge,
lieber würde ich diese Moschee schließen lassen, als dass ich etwas gegen Allah und seinen Gesandten sage. Allahumma ja'al haqqa ala lisani. Fürchte Allah. Ich sagte zu ihm, es fehlt der Tag, an dem ein Kafir auf eure Mimbar geht und euch sagt, was ihr zu tun habt. Der kommt noch. Ihr werdet es sehen. Das ist das Problem. Wir haben eine Religion. Und diese Religion ist das Wertvollste, was wir besitzen. Ist das Wertvollste, was wir besitzen, O Diener Allahs. Und wir lassen nichts an diese Religion herankommen. Und entweder lebst du und stirbst du für diese Religion, oder du warst nicht wahrhaftig. Allahumma ja'alna min as-sadiq. Entweder lebst du und stirbst du für diese Religion, für diese einzig wahre Botschaft, denn danach hat Allah Azza wa Jal dir ein ewiges Leben bestimmt. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Tretet in Frieden ein in dieses Paradies. Zu wem wird das gesagt? Nur zu den Gläubigen. Und genießt in diesem Paradies, was immer ihr wollt. Und bei uns gibt es noch mehr. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah hat für dich ein Paradies bestimmt, wenn du diesen Islam mit Würde und mit Ehre trägst, O Diener Allahs. Lasst uns darüber reden, warum hat Allah Azza wa Jal diese Umma erniedrigt? Und wenn ich sage, diese Umma erniedrigt, meine ich nicht die gesamte Umma. Denn es gibt Leute, walhamdulillah, sie tragen die Izza immer in ihrem Herzen. Und sie sind bereit, alles für diese Religion zu tun. Allah wird sie ehren in der Dunya und in der Akhira, auch wenn die Leute schlecht über sie sprechen. Warum, O Diener Allahs, damit wir nicht schlecht über Allah Azza wa Jal denken, hat Allah Azza wa Jal diese Umma erniedrigt. Höre, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte. Yushiku an tada'a alaykum al-umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha au ala qas'atiha wa kilahuma sahih. Qala qailun wa min qillatin nahnu yawma idhin ya Rasulallah. قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الله أكبر. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und vergleiche, ob er wahrhaftig ist oder nicht. Und Allah hat seine Wahrhaftigkeit bestätigt. Er braucht sie nicht von dir. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Er spricht nicht aus Begierde, der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, sondern vielmehr ist es eine Offenbarung von seinem Herrn Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, sallallahu alaihi wa sallam, die Nationen werden über euch Muslime herfallen. Und ich bitte dich, dass du dieses mit der aktuellen politischen Situation vergleichst. Die Nationen werden über euch herfallen. Wie Leute über Essen herfallen und sich gegenseitig dazu einladen. Du Ärmster, Syrien ist schon aufgeteilt unter den Kuffar. Irak ist schon aufgeteilt unter den Kuffar. Die Nationen werden über euch herfallen, so wie andere Leute sich gegenseitig zum Essen einladen, um über eine Speise herzufallen. Schaut mal, subhanallah, die erste Frage von einem, der dabei war, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dieses erzählt hat, dann sagte er, werden wir an diesem Tag wenige sein. Höre denjenigen, der nicht aus Begierde spricht, er sagt, nein, vielmehr werdet ihr viele sein. Wie viele sind wir? 1,5 Milliarden Muslime. Allahu Akbar. 1,5 Milliarden Muslime. Haben wir einen Wert oder haben wir keinen Wert? So sagte Rasulullah. Es sind seine Worte und nicht meine Worte. Er sagte, ihr werdet an diesem Tag viele sein. Aber ihr werdet nichts anderes als der Meeresschaum sein. Ihr seid nichts anderes als wie der Meeresschaum. Subhanallah. Meeresschaum Az-Zabad, der über dem Meer schwimmt. Und er wird getragen nach links und nach rechts und er zieht nichts anderes mit sich als den Müll. Weißt du, was Rasulullah damit sagte, sallallahu alaihi wa sallam? Ihr werdet eine Null sein. Eine Null sein. 1,5 Milliarden Muslime, subhanallah al-Azim. Vielleicht haben einige von euch letztes Mal dieses Bild im Fernsehen gesehen, als diese verbrecherischen Zionisten eine Schwester gesehen haben, die den Niqab anhatte. So haben sie sich um sie geschart, die Polizisten unter ihnen. Und sie haben ihr gesagt, mach dein Niqab ab. Nimm dein Gesichtsschleier hinweg. Öffne dein Gesicht. Sie sagte, niemals werde ich es tun. Und dann haben sie alle abgeknallt.
diese zionistischen Terroristen. Allahumma dammirhum fid dunya wal akhirah. Allahumma alayka bi a'da'id din. Allahumma ahsihim adada. Waqtulhum badada. Wa la tughadir minhum ahada. Hast du gesehen, was sie gemacht haben, diese verbrecherischen Zionisten? Sie töteten einfach eine Schwester von uns. Bei Allah, ihre einzige Sünde war, dass sie ihr Niqab nicht abgemacht hat. Und ich schicke einen Brief an unsere Schwester. Heutzutage würden sich unsere Schwestern töten lassen, damit sie sich entblößen, damit sie ihren ganzen Körper zeigen. Aber diese Schwester hat Stolz und Ehre im Herzen getragen. Stolz und Ehre für den Islam. Und sie wollte ihr Gesicht niemandem zeigen. Möge Allah Azza wa Jal diese Schwester ins höchste Paradies eingehen lassen. Mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Schaut mal, welche Ehre und welche Izza eine Person erreichen kann. Sie hat ihr Niqab nicht abgemacht. Und das solltest du verstehen, oh Schwester. Schaut mal, wie viele von den Schwestern sind bereit dafür zu sterben, dass niemand ihre Ehre entblößt. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das sind Frauen, die verstanden haben, was der Stellenwert dieser Religion ist. Und inshallah, wir sagen inshallah, ist sie jetzt im Paradies, liebe Geschwister. Denn Allah vergisst niemals die guten Werke von einem Diener Allahs, der nur das Wohlgefallen Allahs Azza wa Jal erstrebt, subhanahu wa ta'ala. Und das sollte auch unsere Aufgabe sein, dass wir für niemand anderen opfern, außer für Allah Azza wa Jal. Denn er ist es wert, subhanahu wa ta'ala, hat er dir nicht alles im Leben gegeben, was du brauchst. Diese Schwester hat Ehre gezeigt, hat Izza gezeigt, liebe Geschwister, obwohl sie in einer schweren Situation war. Und wie viele unter unseren heutigen Geschwistern, wallahi, sie haben nicht diese Situation. Sie haben bei Allah nicht diese Situation. Aber schau mal, wie schnell sie ihre Ehre und ihre Izza für den Islam aufgeben. Warum? Weil sie niemals gelernt haben, was Ehre und Izza ist. Möge Allah Azza wa Jal uns recht leiten. Wallahi al-Azim, sie haben niemals gelernt, was Ehre und was Izza ist für diesen Islam, für diese Religion, liebe Geschwister. Schaut mal, diese zionistischen Terroristen haben sie einfach getötet. Und in der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, gab es eine muslimische Frau, die war auf dem Markt. Und es gab einen unter den Juden, der hat etwas an ihrem Kopftuch gebunden, so dass, wenn sie läuft, dieses herunterkommt und sie entblößt wird. Als sie entblößt wurde, als ihr Gesicht entblößt wurde, dann schrie sie einfach laut auf: Was hat dieser Mann mit mir gemacht? Daraufhin kam ein Muslim und tötete den Juden. Dann kam eine Gruppe von Juden und tötete den Muslim. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam davon erfahren. Und er ist mit seinem gesamten Militär einmarschiert und sie haben diejenigen zur Rechenschaft gezogen, die bei Allah nichts anderes verdient haben. Izza, Stolz. Aber schaut mal heute, was mit unseren Leuten gemacht wird. Und wir haben nichts anderes zu tun, als vor dem Fernseher zu sitzen und unsere Riffelchips zu essen und zu genießen. Uns trifft kein Belag. Uns trifft keine schwere Prüfung. Aber wallahi, wisse, vielleicht wirst du es morgen sein, der so geprüft wird. Und dann wird auch niemand neben dir stehen, der dir hilft. Dann wird niemand neben dir stehen, der dir hilft, o Diener Allahs. Siehst du nicht diese Beispiele? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Nationen werden über euch herfallen. Und sie werden das Essen unter sich aufteilen. Ihr seid das Essen. Und einer sagte, werden wir wenige sein an diesem Tag? Er sagte, nein. Sallallahu alaihi wa sallam. Vielmehr werdet ihr viele sein, aber ihr werdet wie der Meeresschaum sein. Ist der Hadith vorbei? Nein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt weiter, وَلَا يَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ أَلْمَهَابَةَ مِنْكُمْ لَا يَخَافُونَكُمْ. Und Allah Azza wa Jal wird die Angst der Feinde aus ihren Brüsten herausnehmen, so dass sie euch bekämpfen. Allah nimmt die Angst von diesen Leuten, so dass sie uns bekämpfen. Schaut mal, wie sie uns töten, links und rechts. Sie haben keine Angst mehr. War das immer so? Bei Allah, es war nicht immer so. Allah Azza wa Jal erwähnt über eine Geschichte im Koran, لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. Allah Azza wa Jal sagt, höre diese Wörter. Seid ihr es nicht, die diese Muslime, die diesen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Sahaba mehr fürchten, als ihr Allah fürchtet. Weil sie ein Volk waren, die nicht verstanden haben. Aber in dieser Zeit haben sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba, wer? Die jüdischen Munafiqun, die Heuchler unter den Juden, sie haben Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba mehr gefürchtet als Allah. Allahu Akbar. Schaut mal, was sie heute mit uns machen.
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله habt ihr etwa mehr Angst, o ihr Unwissende, vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Sahaben, als vor Allah. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. بعد ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. Und Allah wird eure Herzen mit Al-Wahan füllen. So fragte einer der Fragenden, er sagte, وَمَا الْوَهَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Was ist dieser Wahan, über den du uns berichtest? Er sagte, حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. Das ist die Liebe zur Dunya und dass ihr den Tod hast. Allahu Akbar. Hast du verstanden, warum wir erniedrigt sind? Wir lieben die Dunya für die Dunya. Und unsere Herzen sind gefüllt mit dieser Dunya und wir haben Angst zu sterben und lieber würden wir jedes Leben hier in der Dunya in Anspruch nehmen, auch, verzeih mir diesen Ausdruck, wenn es das Leben von einer Ratte wäre, nur weil wir hier in dieser Dunya weiterleben bleiben. Ich sage dir eine Sache, Wallahi, ein Tod in Ehren ist besser als ein erniedrigtes Leben bei Allah. Möge Allah uns Ehre vor unserem Tod geben. Ein Leben in Izzah, in Ehre, ist besser als ein erniedrigtes Leben und danach stirbst du sowieso. O Diener Allahs. Allahu Akbar. Das ist der Hadith, das ist der Hadith. Höre, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über diese Leute sagen, die so dieses Leben lieben, die Dunya begehren. Er sagte, Ithnani yakrahuma ibn Adam. Zwei Dinge hasst ibn Adam, der Mensch. Yakrahu al-Maut. Er hasst den Tod. Wal-Mautu khayrun lil-Mu'mini min al-Fitna. Auch min al-Fitna. Er sagt, sallallahu alaihi wasallam, der Sohn Adams hasst zwei Dinge. Er hasst den Tod und höre, vielleicht hast du ihn danach nicht mehr. Und der Tod ist für den Gläubigen besser als eine Versuchung, die ihn trifft. Was könnte diese Versuchung sein? Dass du mit etwas anderes stirbst als den Islam. Allahu Akbar. Sehen wir das nicht heute? Wallahi, lieber stirbst du mit dem Islam, auch wenn du Sünden gemacht hast, als dass du morgen ohne den Islam stirbst. Lieber stirbst du, indem du eine Prüfung jetzt bestanden hast, als dass später eine neue Prüfung kommt, die du nicht bestehst. Was ist so schlimm an dem Tod? Begehrst du es nicht, zu Allah Azza wa Jalla zurückzukehren? Hat Allah nicht das Beste für seine gläubigen Diener vorbereitet? Er möchte sie ehren, subhanahu wa ta'ala, weil sie in der Dunya nichts anderes zu tun hatten, als Allah zufriedenzustellen. Sie haben alles getan, damit Allah Azza wa Jalla mit ihnen zufrieden ist. Allahumma rda anna. Und er hasst, der Sohn Adams, der Mensch, wenig Besitz. وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ. Und er sagt aber, dass man wenig Besitz hat, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wird die Abrechnung einfacher machen. Yachi, wenn du Milliarden hast und für jeden einzelnen Cent abgerechnet wirst, was denkst du, wie lange deine Abrechnung dauert? Aber weil du nichts besitzt und trotzdem ein Gläubiger warst, so wirst du sofort in das Paradies hereingehen, weil es nichts abzurechnen gibt, kein Dieb. Was für eine wunderschöne Überlieferung. Der Mensch, er hasst zwei Dinge. Er hasst den Tod. Und der Tod ist für den Gläubigen besser, als dass eine Versuchung ihn trifft. Und er hasst, wenig Besitz zu haben. وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ. Er hasst es, wenig Besitz zu haben, aber wenig Besitz zu haben bedeutet, dass er eine einfachere Abrechnung haben wird vor Allah Azza wa Jalla. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Das ist die erste Ursache, warum Allah Azza wa Jalla uns erniedrigt hat. Und die zweite Ursache, und ich werde auch über Lösung sprechen, damit wir nicht nur denken, dass die Sache mit einer Strafe verbunden ist. Nein, wir können es auch wieder schaffen, die Ehre und Izza zu erreichen, die früher einmal erreicht wurde. Denn ihr solltet wissen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns schon die frohe Botschaft gemacht. Es wird eine Zeit kommen mit dem Mahdi, dass das Khalifat sich wieder genauso herstellen wird, wie in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Das ist die Gunst von Allah Azza wa Jal. Eine zweite Ursache, warum wir erniedrigt sind, so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Wallahi, ich nenne euch nur authentische Überlieferung. Denn Alhamdulillah, wir gehören nicht zu den Leuten, die mit der Religion Allahs spielen. Möge Allah Azza wa Jal uns wahrhaftig machen. Er sagte, إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ صَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ظُلَّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُ إِلَى دِينِكُمْ Allah. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, wenn ihr anfängt mit Ina zu handeln, Ina ist eine Art von Zins. Ich frage dich, handeln die muslimischen Länder mittlerweile mit Zinsen? Allah Azza wa Jal sagt, über diejenigen, die mit Zins handeln, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ So macht euch gefasst auf einen Krieg von Allah und seinem Gesandten, wenn du mit Zinsen handelst. Aber ich wundere mich über eine Nation, über unsere Nationen, über unsere islamischen Länder, die 100-mal überlegen würden, bevor sie gegen diese terroristischen, zionistischen ankämpfen. Aber sie haben kein Problem damit, nicht eine Sekunde darüber nachzudenken, ob sie mit Allah einen Krieg aufnehmen. Vor den zionistischen Terroristen haben sie Angst. Vor den Feinden Allahs haben sie Angst. Aber vor Allah haben sie keine Angst. Sie fangen einfach einen Krieg an. Wenn ihr anfängt, mit den Zinsen zu handeln, mit Al-Ina, eine Art von Zins, und wenn ihr an den Schwänzen der Kühe festhält, was heißt das? Es geht weiter. Und ihr seid zufrieden mit der Ernte, das bedeutet, die Dunya ist für euch wichtiger als die Akhira. Und wenn ihr den Dschihad unterlässt, dann wird Allah eine Erniedrigung über euch herbeibringen und er wird sie nicht hinwegnehmen, bis ihr zur Religion zurückkehrt. Da hast du die Erniedrigung. Eine Frage, O Diener Allahs, zähl mit mir auf. Handeln wir mit Zinsen? Passiert. Sind wir mit der Dunya zufriedener als mit der Akhira? Passiert. Haben wir den Dschihad unterlassen? Passiert. Was ist jetzt zwangsläufig passiert? Dass wir eine Erniedrigung von Allah erfahren haben. Und Allah wird diese Erniedrigung nicht hinwegnehmen. Und das ist nicht passiert, bis wir zu unserer Religion zurückkehren. Allahu Akbar. Und Allah Azza wa Jal sagt, إِيَنْصُرُكُمُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Wenn ihr Allahs Sache hilft, so wird euch niemand besiegen. وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Aber wenn Allah euch erniedrigt, wer soll euch da zum Sieg verhelfen? Und auf Allah vertrauen doch diejenigen, die sich auf Allah einzig und alleine verlassen. Gründe, warum es dieser Nation schlecht geht. Wie können wir es schaffen, diesen Zustand wiederherzustellen wie früher? Allah hat uns die Antwort gegeben. In allem. Subhanahu wa ta'ala. Denn er lässt uns nicht mit einer Krankheit. Nein, er muss uns das Medikament geben. Das ist die Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ Diejenigen, denen wir den Sieg, die Oberhand geben, was haben sie für Eigenschaften? Zählt mit mir auf, ob die Muslime diese Eigenschaften erfüllen. Sie verrichten ihr Gebet, das allererste. Heutzutage, wenn du zu jemandem sagst, ja, Achi, wo ist dein Gebet? Er sagt dir, inshallah, ich gehe zum Jum'a, ich gehöre zu den Gläubigen. Wallahi, wenn du nur zum Jum'a kommst und nur einmal am Freitag dein Gebet verrichtest, so gehörst du zu Tariq al-Salah. So gehörst du zu dem Unterlasser des Gebetes, über den einige Gelehrte gesagt haben, er ist ein Kafir und die anderen sagen, er ist ein Fasiq. Willst du dich zwischen einem Fasiq und einem Kafir bewegen? Ja, wenn du einmal zum Jum'a kommst, ist das deine Pflicht, die du gegenüber Allah hast? Du hast 5 Gebete am Tag. Wie viel sind das in der Woche? 35 Gebete. Okay, jetzt machst du das Jum'a-Gebet, das ist ein Gebet. Ziehen wir ein Gebet von den 35 Gebeten ab. Das heißt, 34 Gebete verrichtest du nicht. Aber Shaitan hat dich glauben lassen, dass dieses eine Gebet, was du gegenüber den 35 verrichtest, schon eine Sache ist, die dich zum Gläubigen macht. Möge Allah uns nicht vom Shaitan täuschen lassen. Sie verrichten das Gebet und entrichten ihre Zakat. Wallahi,
Wie viele Leute zahlen nicht ihre Zakat? Leute, die Allah betrügen wollen. Und jeder weiß, dass wenn er ein bestimmtes Vermögen hat, 85 Gramm Gold, liebe Geschwister, und er hat das ein Jahr bei sich behalten, dann ist es verpflichtend für ihn, die Zakat zu bezahlen. Wisst ihr, was einige Leute machen? Kurz bevor das Jahr vorbei ist und er hat so viel Besitz, dass er davon die Zakat bezahlen müsste, was macht er? Er hat von Bani Israel gelernt. Er zahlt sein gesamtes Vermögen in ein Projekt herein. Sagt, das war nicht ein Jahr. Das waren genau 363 Tage. Wenn es ein Jahr wäre, hätte ich es gezahlt. Aber subhanallah, es sollte nicht so sein. Ya kazzab! Lügst du Allah azza wa jall? Ya ayyuhalladhina amanu, la takhunullah. Oh ihr, die ihr glaubt, betrügt Allah nicht. Betrüge Allah nicht. Oh ihr, die ihr glaubt, sagt Allah. Nicht oh ihr Kuffar, oh ihr Heuchler, oh ihr, die ihr glaubt, die ihr sagt, dass ihr Gläubige seid. Betrügt Allah azza wa jall nicht. A'udhu billah. Und sie gebieten das Gute und sie verbieten das Schlechte. Das sind die Eigenschaften. Wo sind wir von diesen Eigenschaften? وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Und verzweifelt nicht und seid nicht traurig und ihr werdet den Sieg bekommen, wenn ihr doch nur gläubig seid. Allahu Akbar. Der Iman, der fehlt uns. Aber der Iman ist nicht nur mit der Zunge. La ilaha illallah, la ilaha. Manche singen das am Tag tausendmal. La ilaha illallah. Was hast du davon? Dieser Iman, du sprichst ihn mit der Zunge aus, du glaubst daran im Herzen und du bestätigst ihn mit Taten. Wollen wir uns betrügen? Wenn ihr gläubig seid, wird Allah euch zum Sieg verhelfen. Das sagt er uns in einer klaren Ayah. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Und es ist eine Pflicht für uns, den Gläubigen zum Sieg zu verhelfen. Eine Pflicht. Allah hat sich das zur Pflicht gemacht. Und wer jetzt immer noch daran zweifelt, dass Allah uns nicht den Sieg geben kann, der hat wal-iyadu billah eine schlechte Vermutung über Allah und er wird das am Tage der Auferstehung wiederfinden, so sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er von Allah azza wa jall berichtet: Ana 'inda dhanni 'abdi bi, fa in dhanna bi khayran fala, wa in dhanna bi sharran fala, wa in dhanna sharran fala. Ich bin so, wie mein Diener über mich denkt, sagt Allah. Wenn er gut über mich denkt, dann nur für ihn. Aber wenn er schlecht über mich denkt, wal-iyadu billah, Allahumma la taj'alna min ha'ula, dann nur gegen ihn. Und ich werde diese Krankheit der Umma, die schlechte Vermutung über Allah, auch in anderen Themen mit euch, bi'idhnillahi sami'il alim, diskutieren. Möge Allah azza wa jal uns Izzah geben in der Dunya und in der Akhira. Möge Allah azza wa jal uns einen wahrhaftigen Iman im Glauben verinnerlichen lassen. Möge Allah azza wa jal uns niemand anderen fürchten lassen außer ihn. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Süße im Herzen geben, auf dass wir immer Freude daran empfinden, Muslime zu sein. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.